Wenn du nachts von der Internationalen Raumstation auf die Erde schauen würdest, könntest du aus dem All die Lichter der Städte sehen. So groß ist der Einfluss, den wir als Spezies haben. Überall auf der Welt gibt es riesige, multikulturelle Städte. Wir haben Gebäude so hoch gebaut, dass sie fast aus dem Blickfeld verschwinden. Städte, die aus dem Boden gestampft wurden, damit Tausende und Abertausende von Menschen darin leben können. Oh, was ist das? Oh, was für ein schöner Affe. Was machst du denn da, Kumpel? Willst du diese Banane? Ja, die sieht lecker aus. Pass auf, dass du nicht vom Baum fällst. Die Natur kann manchmal ganz schön brutal sein. Ich wette, das Äffchen hat nicht damit gerechnet, heute das Frühstück eines Löwen zu werden. Moment mal, keine Menschen? Wo sind denn alle hin? Sieht so aus, als ob der Affe, der vom Baum gefallen ist, eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Sie hat dazu geführt, dass es nie Menschen auf der Erde gab. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind in einem alternativen Universum. Okay, lass uns ein paar tausend Jahre vorwärts reisen. Wie sieht die Erde aus? Der Mensch hat bisher mehr als 50% der Oberfläche der Erde verändert. In dieser Realität wird es also keine Städte oder Landschaften geben, die von uns geprägt wurden. Es gibt überhaupt keinen menschlichen Touch. Diese Erde ist ein Tierparadies. Sie sind überall. Tiere, die bei uns nur in Afrika leben, sind hier über verschiedene Kontinente verteilt. Es gibt Löwen, die in Amerika frei herumlaufen. Und schau mal hier, in Europa leben Nashörner, Elefanten, Wölfe, Elche. Sogar Bären gibt es hier. Weil es hier keine Menschen gibt, die viel Platz für sich auf der Erde beanspruchen, sind die Säugetiere frei und können überall hin. Naja, du weißt schon, die anderen Säugetiere neben uns. Es gibt auch eine riesige Artenvielfalt. Die Erde ist zu einer Erweiterung des heutigen Afrikas geworden in Bezug zum Tierreichtum. Hier siehst du auch große Säugetiere. Riesenfaultiere, Säbelzahntiger und sogar Mastodons schlendern wie in alten Zeiten durch die Gegend. Warum ist unsere Erde nicht auch so geworden? Weil Menschen mit ihren Bauten einen immer größeren Teil des verfügbaren Lebensraums einnehmen. Zum Beispiel gibt es einen Grund, warum die Tiervielfalt in Afrika so groß ist. Nicht nur, weil der Kontinent besonders für Tiere geeignet ist, sondern es liegt vor allem daran, dass wir in einem Großteil des Kontinents nicht aktiv waren. Unsere Vorfahren hatten eine Menge mit dem Aussterben der großen Säugetiere zu tun. Die Eiszeit war da nicht der einzige Übeltäter. Auf unserer Erde ist der Mensch die intelligenteste Lebensform. Wie sieht es auf diesem Planeten aus? Wie du vielleicht weißt, ist die natürliche Auslese das, was die Evolution leitet. Das, in Kombination mit zufälligen Mutationen, die wir bei einigen Arten beobachten konnten, legt nahe, dass es auch ohne Menschen auf der Erde intelligentes Leben geben kann. Also, dann sind die Primaten jetzt die dominante Lebensform. Aber vielleicht haben sich auch die Erdmännchen zu dominanten Spezies entwickelt. Das Klima auf dieser Erde ist etwas kühler als auf unserer. Das liegt daran, dass es dort keine Treibhausgase gibt. Laut der NASA ist der aktuelle Erwärmungstrend der Erde auf menschliche Aktivitäten seit den 1950er Jahren zurückzuführen. Das bedeutet, dass der erhöhte Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre der Grund ist, warum sich unser Planet erwärmt. Treibhausgase heißen so, weil sie, genau wie ein Gewächshaus, die Wärme einschließen. Sie lassen das Sonnenlicht durch die Atmosphäre hindurch, aber die Wärme, die es mit sich bringt, kann wegen dieser Gase nicht aus unserer Atmosphäre entweichen. Das ist eigentlich eine gute Sache, denn sonst wäre Leben auf der Erde gar nicht möglich. Aber weil jetzt zu viel Treibhausgase vorhanden sind, erwärmt sich die Erde schneller, als sie es sollte. Lass uns zurück zu unserer alternativen Erde gehen. Und ins Wasser. Das Great Barrier Reef in Australien ist noch völlig intakt. Und es ist immer noch das größte Korallenriffsystem, das es gibt und auch der größte lebende Organismus auf dem Planeten, genau wie bei uns. Diese neue Erde ist voll von Bäumen und zwar richtig üppigen, überall Grünzeug. Es gibt alle möglichen Arten von Bäumen und sie sind die Heimat für die vielen verschiedenen Tiere. Und weil es keine Abholzung gibt, kann die Lunge des Planeten, der Amazonas-Regenwald, gedeihen und wirkt lebendiger und pulsierender denn je. Aber stell dir mal vor, was passiert, wenn die Menschen jetzt auf dieser Erde auftauchen würden. Vielleicht dieses Jahr oder schon letztes Jahr. Sie würden sicherlich nicht sofort die dominante Spezies sein und sie würden sich wahrscheinlich ganz am Anfang schwer tun. Der Evolutions- und Lernprozess wäre langsam.
Es würde eine ganze Weile dauern, bis sie sich an die Spitze hocharbeiten würden. Sie müssen sich erst an ihr neues Zuhause anpassen. Das wäre so, als würde man in unserer Realität in die Zeit vor etwa 130.000 Jahren reisen. An einen Ort, an dem der moderne Mensch oder Homo sapiens gerade erst aufgetaucht ist. Die Menschen von damals waren nicht neu. Das einzig Neue an ihnen war, dass sie sich zu Homo sapiens entwickelt haben. Es ist ja nicht so, dass wir von einem Raumschiff auf die Erde abgeworfen wurden oder so. Aber in dieser alternativen Realität ist genau das passiert. Ein Haufen Menschen wurde vom Himmel auf die Erde abgeworfen. Jetzt müssen sie alles von Grund auf neu lernen. Sie müssen herausfinden, wie sie in ihrer neuen Umgebung überleben und sich vermehren können. Sie müssen für ihre Nahrung jagen gehen und sie bekommen nur das, was der Planet ihnen gibt. Also ähnlich, wie wir vor 130.000 Jahren gelebt haben. Diese neuen Menschen sind Nomaden. Sie lassen sich nicht an einem bestimmten Ort nieder, denn sie müssen ihre Umgebung erkunden und verstehen lernen. So wie es auch die Tiere um sie herum tun. Wenn ihre Gruppen größer werden, teilen sie sich in kleinere Gruppen auf, um neue Orte zu entdecken, wo sie Häuser bauen und einen Ort errichten, an dem das Überleben leichter ist. Es ist schon eine Weile her, dass diese Menschen auf der neuen Erde angekommen sind. Sie haben ihre neue Umgebung erkundet und fühlen sich stetig wohler. Ihre Werkzeuge haben sich weiterentwickelt und sie haben angefangen, heimatähnliche Strukturen wie Hütten zu errichten. Vor 50.000 Jahren haben wir unsere Sprache entwickelt. Diese Menschen entwickeln auch eine, um sich miteinander zu verständigen. Mit der Sprache organisieren sie sich mehr und mehr und können bessere Pläne für die Zukunft schmieden. Alle Hunde stammen von Wölfen ab und es gibt zwei Theorien, wie es dazu gekommen ist, dass wilde Tiere zu den besten Freunden des Menschen wurden. Eine Theorie besagt, dass frühe Menschen Wolfswelpen eingefangen und sie als Haustiere gehalten haben. Und so wurden sie im Laufe der Zeit domestiziert. Eine andere Theorie besagt, dass sich Wölfe tatsächlich selbst domestiziert haben. Das nennt man Überleben des Freundlichsten. Weil Wölfe und Menschen Jäger waren, hat der schlaue Wolf bemerkt, welche Vorteile er in der Nähe der Menschen genießen kann, anstatt direkt mit ihnen in Konkurrenz zu jagen. Einige Wölfe waren ängstlich und aggressiv gegenüber Menschen. Andere waren sicherlich freundlicher, was ihnen Zugang zu den Nahrungsvorräten der Jäger verschaffte. Mit der Zeit zeigt sich das moderne menschliche Verhalten. Feste Häuser entstehen an Orten, die den Menschen nützlich erscheinen. Vielleicht in der Nähe eines Flusses oder an Orten, wo der Boden fruchtbar ist. So entwickeln sich Bauern und die Landwirtschaft. Wenn sie sich niederlassen, bilden sich auch Gemeinschaften. Und weil sie soziale Wesen sind, ist es nur natürlich, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen. Bald sind die Menschen über den ganzen Planeten verteilt, auf allen Kontinenten, mit eigenen Gemeinschaften und Familien und natürlich ihren Haustieren. Die Landschaft des Planeten verschiebt sich wie in unserer Realität, um sich den Bedürfnissen der Menschen anzupassen. Kulturen werden entwickelt, Rivalität beginnt. Sie fangen an, sich gegenseitig zu bedrängen. Tausende und Abertausende Jahre vergehen und diese menschliche Gesellschaft beginnt der heutigen sehr ähnlich zu werden. Trotzdem hätten die Dinge auch ganz anders laufen können. Vielleicht hätte es bereits eine intelligente Spezies gegeben, mit der sie hätten konkurrieren müssen. Dann wäre ihr Fortschritt wahrscheinlich ein wenig ins Stocken geraten. Vielleicht könnte eine Gesellschaft entstehen, in der verschiedene intelligente Lebensformen friedlich koexistieren. Wenn du in deinen Coffeeshop gehst, könnte ein Erdmännchen dein Barista sein. Deine Vermieter könnten ein Gorilla-Ehepaar sein. Oder wenn du zum Friseur gehst, schneidet ein Primat, der nur einen Friseurkittel trägt, dir die Haare. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich so wie in unserer Realität enden. Die Menschheit ist zwar nicht die zahlreichste Spezies auf der Erde, aber sie ist die einflussreichste.